Blub, 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 blub. So, und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar Splatoon. Ja, das ist zwar schon eine Weile raus, aber ich dachte mir, komm, jetzt fängst du damit auch mal an. Probierst es einfach mal aus. Ich finde nämlich die Spielidee extrem witzig. Hab mir das natürlich auch im Internet alles schon angeguckt. Aber wir treffen erstmal Entscheidungen hier. Knallharte Entscheidungen werden hier getroffen, und zwar... Was sind wir, Junge oder Mädchen? Wir sind ein Boy. Nee. Nee. Machen wir mal so. Mit Augenfarbe. Mitunter ziemlich gruselig. Na, machen wir mal blau. Gefällt dir das so? Nö. Ja, und los. Hey du, hast du das Zeug, ein echt cooler Tintenfisch zu werden? Auf dem Weg nach Inkopolis lernst du, was du wissen musst. Schieß mit Hilfe von ZR die Ballons ab. Bewege dich mit Hilfe von L. Oh Gott, das ist echt. Wow. Da muss ich mir einfach dran gewöhnen. Ah, kann man so machen. Ja, es geht hier ums Eintinten von Flächen. Auch mal. Ich bin erlernt. Gut, dann. Da hat jetzt R gedrückt und wir zum Tintenfisch. Bäh. Kommt hier sonst noch irgendwas? Huch! Zack. Ich glaube, ich werde die ersten Multiplayer-Spiele richtig versauen. Ich werde mal von ausgehen. So. Und ab. Oh Gott, warte mal, da werde ich mal eben so. Okay. Zack. Das Spiel ist echt verdammt schön gemacht, muss ich sagen. Ah, kick mal ein UFO. Boah, boah. Tinte umfärben. Ach ne, ZR ist ja. Achso, ach, ne. Ich bin ein Idiot. Ich bin ein Idiot. Also umfärben. Die Tinte, die hier ist. So wenig Tinte. Ach. So, reicht das? So. Ah. Muss das doch wohl reichen.
Und. Zack. Oh. So, genug aufgewehrt. Drück L, um als Tintenfisch einen Supersprung auszuführen. Hui! Achso, ich sollte vielleicht anmerken, dass ich mich in dem Let's Play hauptsächlich dem Multiplayer widmen werde. Weil der Singleplayer war für mich jetzt nicht so. Ich hab mir das mal wo angeguckt, aber. Ein Okami-Verschnitt. Und wir sind in Inkopolis. Oh yeah, Splatoon. Erstmal Nachrichten. Genio ist aus der Stadt, in der die Gezeiten nie ruhen. Inkopolis. Ein tentakuläres Hallo. Ja. Und nun zu den aktuellen Standardkampfarenen. Trommelwirbel, tada! Die Mitte zu sichern ist jetzt wohl das A und O. Seetang. Aus den Gassen angreifen ist 1A. Heilbutteraffen. Der Schlüssel zum Erfolg sind hier die Container. Tut uns leid für das Chaos, liebe Hafenarbeiter. Ja. Und nun zu den aktuellen Rangkampfarenen. Trommelwirbel, tada! Das Kofferfischlager. So viele Kisten, die hier durchgeleitet werden. Gehört die Lagerhalle zu einem Online-Shop? Zum Beispiel Amazon oder so. Punkasio Skatepark. Jetzt hätte ich gerne einen Kokosmilchshake. Und dazu noch ein paar Fischstäbchen. Wenn das Tintenfische sind, ist das denn nicht Kannibalismus? Fischstäbchen? Naja. Aioli? Aioli. Und Limone. Oh, der Newsticker tickt. Was gibt's Neues? Elektrowälz weg. Inkopolis Riesen Elektrowälz ist weg. Heiliger Seetang. Ohne ihn geht uns hier doch der Strom aus. Ist das schlimm? Ich benutze Batterien. UFO-Sichtung? Hat das etwa was mit dem UFO-Absturz zu tun? Das klingt ziemlich wahrscheinlich. Das war's an Neuigkeiten. Bis bald, Leute. Bleibt spritzig. Oh mein Gott. Aber cool aufgezogen. Willkommen in Inkopolis. Hier im Zentrum trifft sich alles, was hip ist und den Flow hat. Hier findest du jeden Tag Leute bei ihrer Lieblingsbeschäftigung. Kämpfen. Das hohe Gebäude vor dir ist das bekannteste Wahrzeichen der Stadt. Der Tintenturm. Im Tintenturm findest du die Lobby für Online-Kämpfe. Hier haben wir Buyabasa, das trendigste Modezentrum in Inkopolis. Dort findest du die fettesten Waffen und die beste Ausrüstung für den Kampf. Aber unter uns, die Verkäufer da sind ein bisschen versnobbt. Wenn du ihnen nicht cool genug bist, weigern sie sich dich zu bedienen. Im ersten Stock in dem Gebäude da drüben ist das Duell-Dojo. Hier kannst du gegen einen Freund antreten und so ein wenig üben. In dieser Seisengasse scheint auch noch irgendwas los zu sein. So, und dann... Huch! Was ist das denn für ein Typ? Der sieht aus, als würde er einen nur in Schwierigkeiten bringen. Na egal, geh mal in die Lobby im Tintenturm. Okay, von dort aus kannst du dich direkt in den Kampf stürzen. Aber muss das doch mal gucken, nicht wahr? Achso, hier kann man auch ranzoomen. Blip 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 blip. Hey! Willkommen in der Lobby. Von hier aus geht es in die Arenen. Da 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 da. Durch die Teilnahme an Kämpfen steigt deine Stufe und du erhältst Geld. Mit einer höheren Stufe hast du in den Läden mehr Auswahl. Außerdem wird ein neuer Kampfmodus freigeschaltet. Mit dem gewonnenen Geld kannst du Waffen und Ausrüstung kaufen. Wenn du es bis an die Spitze bringen willst, musst du dich durchkämpfen. Wähle zuerst Standardkampf. Übung macht der Meister. Schalte den Läden einen Besuch ab, wenn sich deine Stufe erhöht. Die Läden findest du im Zentrum. Viel Spaß und viel Glück. Ein Hinweis zur Teilnahme an Online-Kämpfen.
Deine Ergebnisse können im Spiel und online veröffentlicht werden. Ja. Ab Stufe 10. Oh. Aber Standardkampf hier. Möchtest du in einem Standardkampf teilnehmen? Der Kampf beginnt, sobald 8 Teilnehmer gefunden wurden. Jawohl. Kämpfe werden gesucht. Oh yeah. Man kann hier unten ja switchen. Man hat dann hier auf dem Gamepad, ich kann das leider jetzt nicht zeigen, die Möglichkeit, so ein Minigame zu machen. Muss ich da machen? ZR springen. Hui. 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 Ja, nimmst am nächsten Kampf teil. Das ist nur die Frage, wie lange dauert das, bis dieser Kampf mal startet. Mist. Die übrige Zeit, ja, dauert. Man kann ja auch nicht wieder rausgehen. Ja, das zieht sich gerade ein bisschen. 31 Sekunden noch. Ich weiß jetzt echt nicht, was ich hier noch erzählen soll. Das ist... bin ein bisschen verschnupft gerade. Das hört man aber. Du nimmst am nächsten Kampf teil. 4, 3, 2, 1. Ergebnisanzeige. Ja. Bla 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 bla. Ach, Leute. Mein gut, es ist gerade 11 Uhr. Aha. Einer noch. Komm. Einer fehlt noch. Und ich bin der Einzige auf Level 1. Ich bin so ein Noob. Aha. Der Kampf beginnt. Blub, 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 blub. Fäll möglichst viel ein. Dekabahnstation. Ja, ich habe bisher nur die Standardwaffe. Wow. Hauptsache alles eintinten. Wow. Wow. Ha. Ben erledigt. Wow. Keine Tinte mehr. Verdammt. Aua. Einfärben! Ah, Alter! Mit Kleckser erledigt. Na toll. Wie kann ich denn jetzt hier... Irgendwie ging das. Ich hab das nur mit dem Springen verpeilt. Das ist ein bisschen doof. Dann versuche ich immer noch nachzulegen. Wow. Ah, verdammt. Hm.
glaube, ich bin besser im Snipen. Noch eine Minute. Boah, Alter. Na komm. So. Aha. Doppel-K.O. Na toll. Es gibt so krasse Waffen hier. Es ist krank. Ende. Und wir haben... Oh. Ja, ich glaube, wir haben verloren. Ja, es war knapp. Es war verdammt knapp. Ja, das, ja. Gut. Nee, da arbeiten wir noch dran. Aber noch ein Stufenaufstieg. Ein paar Minuten haben wir noch eine Runde. Kampf fortsetzen. Ja, bitte. Los, schneller. Noch zwei, los. Hauptsache so viele Japaner. Oh Gott, nur Japaner. Ich werde drauf gehen. Ja, gucken wir doch mal. Sind wir wieder orange? Ne, wir sind grün. Oh, mal alles eintippen hier. So. Eintippen. Ist, halt wieder hier hoch. Hm? Wow. Hinten rennt noch einer. Wow. Ist hier noch einer? Hinten. Das ist aber ein Kollege, okay. Oh Gott, oh Gott, oh, Alter! Mit Klecks-Konzentrator erledigt, oh Gott! Oh, ich kann nicht springen, ey, das ist... Bam! Zwei auf einmal. Sehr nice. Bam! Das läuft doch! Hm? Zehn, neun!
Ja, geh da durch. So, ich glaube, das sah jetzt insgesamt ein bisschen besser für uns aus. Oh ja, knappes Rennen, aber ich glaube, wir haben gewonnen. Ja, gewonnen! Woo! Siegbonus, 300 Punkte. Und war trotzdem der schlechteste im Team. Aber egal, ich muss mich noch ein bisschen im Spiel einfinden. Yay, Level up! So, nun. Kampf fortsetzen? Nein, erstmal nicht. Denn ich möchte nochmal kurz die Läden zeigen. Beziehungsweise jetzt mal kurz zeigen, was passiert, wenn wir jetzt in die Läden gehen. Ah ja, okay. Wen haben wir denn hier? Sollen ja alle so versnobbt sein, die Besitzer. John Qualle. Emporium Qualle, Ani, dein Besuch ist uns wichtig. Dein Move-Status Alarmstufe Rot. Stil-Fiasko bestätigt. Kein Zutritt, Stil-Update dringend erforderlich. Mindestanforderung Stufe 4. Geringe Coolness-Steigerung ausreichend. Weitere Vorgehen. Weiteres Vorgehen, Lobby aussuchen, Revierkämpfe spielen. Dein Service-Team Quali. Ja, das ist nämlich das Ding. Ich werde jetzt offscreen bis Stufe 4 spielen. Und dann spiele ich wieder mit euch zusammen. Nur damit wir halt dann nicht so ewig auf den untersten Waffen rumhängen. Das ist, glaube ich, auf Dauer ein bisschen lame. Guck mal, ganz viele kleine Qualis. Ja, aber ich hoffe mal, euch hat der erste Part gefallen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Was ist das denn für einer? Alter, Samurai-Rüstung. Wie geil. Alles klar. Ja, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.